viele Menschen haben gerade zum neuen Jahr gute Vorsätze. Sie sagen sich, im nächsten Jahr werde ich dies oder jenes besser machen. Im nächsten Jahr achte ich darauf, weniger Stress zu haben. Im nächsten Jahr werde ich mich gesünder ernähren und ich werde abnehmen. Im nächsten Jahr werde ich mit dem Rauchen aufhören. Im nächsten Jahr werde ich täglich 45 Minuten Bewegung in mein Leben integrieren. Und im nächsten Jahr werde ich dieses oder jenes verändern. Sie kennen das wahrscheinlich. Aber wissen Sie was? Die meisten dieser Vorsätze sind in der zweiten Januarwoche schon wieder vergessen. Und warum? Weil wir eingefahrene Gewohnheiten haben. Wir reden auf bestimmte Weise, wir essen bestimmte Dinge und wir verhalten uns auf bestimmte Weise. Mehr als 90% unseres Verhaltens läuft vollautomatisch ab aufgrund von Gewohnheiten. Und wir denken, wir bestimmen selbst, wir sind selbstbestimmte Wesen. Das stimmt nicht, wir sind nicht selbstbestimmte Wesen. Einige Wissenschaftler sagen sogar 98% ist automatisches Verhalten. Jedes Verhalten, das lange genug praktiziert wird, wird zu einer Gewohnheit. Und das ist eine schlaue Funktion unseres Verstandes. So wird unser bewusster Verstand entlastet und lang wiederholtes Verhalten, also das Verhalten, was Sie immer wieder und wieder wiederholen, wird an den unbewussten Verstand übergeben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Das Autofahren. Als Sie Autofahren gelernt haben, mussten Sie sich bewusst mittels Ihrer Gedanken auf all die Schritte konzentrieren. Kupplung, Gas geben, Gang einschalten, Blinker, die Verkehrsregeln. Da haben Sie eine Menge Energie gebraucht, um sich das alles zu merken. Und dann haben Sie trainiert, trainiert, trainiert und immer wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und irgendwann ist dieses gesamte Verhalten, was Sie zuerst bewusst gelernt haben, ins Unterbewusstsein gesunken und der unbewusste Verstand hat für Sie das Autofahren übernommen. Und heute können Sie Autofahren mit 180 auf der Autobahn, Sie lenken mit dem Knie, trinken einen Kaffee und beschwichtigen auf dem Rücksitz die Kinder. Alles kein Problem. Und da gibt es so viele Beispiele, zum Beispiel da Schuhe zu binden. Sie binden Ihre Schuhe immer nur auf eine einzige Weise zu oder ich falte gerade meine Hand. Sie falten Ihre Hand immer auf eine bestimmte Weise. Und machen Sie das jetzt einfach mal mit mir. Falten Sie mal die Hand so und schauen Sie, welcher Daumen oben liegt. Bei mir liegt dieser Daumen oben. Und jetzt wechseln Sie mal den Daumen, der oben liegt. Falten Sie mal Ihre Hand auf eine andere Weise. Und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, die Hand so zu falten? Also entgegen der Gewohnheit. Das fühlt sich wahrscheinlich an, als ob Sie das nicht selbst sind. Ungewohnt. Und jetzt nehmen Sie mal die Hand zurück, also so wie Sie die Hand normal falten und das fühlt sich wieder gut an, weil es ist unsere Gewohnheit und Gewohnheiten sind bequem und alles, was außerhalb unserer Gewohnheit liegt, bedarf Energie und fühlt sich komisch an. Manche Leute haben die Gewohnheit, immer zu spät zu kommen oder jemand sagt etwas und sie ärgern sich aus Gewohnheit darüber. Auch eine Gewohnheit. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben von mir selbst. Ich habe im letzten Jahr eine Wette abgeschlossen mit einem älteren Mann, vielleicht 60. Und der ist wirklich gut in Form. Der schwimmt jeden Tag 1,5 Stunden. Und der sagte, also ich glaube, ich bin der schnellste Schwimmer hier auf der Insel. Ich lebe ja auf Zypern, für all die, die es noch nicht wissen. Also ich sende jetzt hier live aus Zypern. Und ich schwimme auch im Sommer jeden Tag. Ich habe das Meer hier direkt vor der Tür und brauche nur rübergehen zum Strand. Und schwimme 5-mal die Woche und ich denke von mir, dass ich ein richtig schneller Schwimmer bin. Und ich halte auch eine Stunde durch im Freistil. Also Freistil ist dieses Kraulen. Kennen Sie vielleicht. Und ich sage zu dem, also ich glaube, ich bin schneller. Ich war gerade in guter Laune und ich habe einfach gesagt, also ich glaube, ich bin schneller. Und da sagt er, gut, wetten wir. Und dann haben wir gewettet, ich will Ihnen nicht sagen, wir haben um Geld gewettet, um eine vierstellige Summe. Ich war ziemlich leichtsinnig. Und danach habe ich erfahren, dass er Profischwimmer war sein ganzes Leben lang. Also der weiß genau, wovon er redet. Und wenn er sagt, er schwimmt schnell, dann schwimmt er wirklich schnell. Und dann habe ich erstmal geschaut in YouTube, wie Freistil-Schwimmen überhaupt funktioniert. Und ich habe die Bewegung danach gemacht, die perfekte Bewegung. Und habe das dann das erste Mal im Wasser probiert. Und ich war nach 20 Minuten aus der Puste. Nach 20 Metern. Ich konnte nicht mal 20 Meter schwimmen, weil meine alten Gewohnheiten, meine alten Schwimmgewohnheiten kamen immer wieder durch. Und dann habe ich eine Woche probiert, den neuen Stil mir anzueignen. Und es war so schwer. Und es hat fast nicht geklappt. Und dann habe ich mich daran erinnert, was bringst du denn deinen Kunden und den Menschen bei? Visualisieren.
habe ich mir abends die YouTube-Videos angeguckt, wie die Meisterschwimmer schwimmen, und habe wirklich visualisiert, wie ich jede einzelne Bewegung perfekt mache. Und ab dem Tag, als ich angefangen habe, meine Gewohnheiten zu visualisieren, ging es ganz, ganz schnell. Nach 2 Wochen konnte ich schon 100 Meter im neuen Schwimmstil schwimmen. Und das ging dann sehr, sehr schnell. Nach 2 Monaten habe ich fast wieder eine halbe Stunde schwimmen können. Und nach 3 Monaten war es für mich ganz normal. Da konnte ich eine Stunde wieder im neuen Schwimmstil schwimmen. Und nach 3 Monaten, da war es für mich ungewohnt, den alten Schwimmstil zu schwimmen. Das heißt, ich habe wirklich lange gebraucht, um mir eine neue Gewohnheit anzutrainieren, und musste wirklich 3 Monate immer Wiederholung üben, jeden Tag, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ohne dieses immer wieder Wiederholen hätte ich es nach 1 Woche aufgegeben, weil es zu schwer war. Hätte ich es nach 1 Monat aufgegeben, weil es zu schwer war, dann hätte ich diesen neuen Schwimmstil mir nie aneignen können. Ich möchte Ihnen noch ein anderes Beispiel nehmen. Manchmal geht es um Leben und Tod. Und trotzdem ist es schwer, eine Gewohnheit, die tödlich enden kann, umzustellen. Der Vater meiner allerersten Freundin war ein netter Mensch und er war Alkoholiker. Er hat eben einfach zu viel getrunken und hat sich dazu schlecht ernährt und er ist nach einigen Jahren daran gestorben. Und jetzt frage ich Sie, hätte er das ändern können? Natürlich hätte er das ändern können. Er hätte einfach dem Alkohol Ade sagen müssen und auf gesunde Ernährung umstellen. Hat er das getan? Nein, er hat es nicht getan. Er ist an seinen schlechten Gewohnheiten gestorben. Und schlechte Gewohnheiten sind wie Zwangsjacken, die uns an positiver Veränderung hindern. Die meisten der Herzinfarktpatienten schaffen es nicht, ihren krankheitsfördernden Lebensstil zu ändern, obwohl es um Leben und Tod geht, weil unsere Gewohnheiten, die werden von unserem unbewussten Verstand gesteuert. Das heißt, zuerst haben wir durch viele, viele, viele Wiederholungen von Verhalten unseren Verstand bestimmte Verhaltensmuster beigebracht. Sie erinnern sich, am Beginn der Fahrstunden haben Sie jeden Schritt bewusst vorgedacht und Sie haben sich gefragt, was muss ich jetzt tun, Kupplung, Bremse, Gang, Verkehrsregeln. Über alles mussten Sie am Beginn immer wieder bewusst nachdenken. Und das kostet Energie. Das ist nicht angenehm. Sie werden sich erinnern, Ihre Fahrstunden. Energie aufzuwenden für neues Verhalten ist nicht angenehm, jedenfalls nicht am Beginn. Und deshalb gibt unser Verstand oft wiederholtes Verhalten an den unbewussten Verstand ab. Ja, und wenn man dann etliche Wiederholungen getan hat, dann wird ein unbewusstes Programm daraus. Durch etliche Wiederholungen wird im Gehirn ein neuer, kleiner neuronaler Pfad angelegt. Und dann durch viele, viele Wiederholungen wird der Pfad zu einer neuronalen Autobahn. Und jetzt die wichtige Frage: Warum halten denn so viele Menschen ihre Vorsätze nicht ein? Weil sie neues, gewünschtes Verhalten nicht in eine Gewohnheit umwandeln. Und warum nicht? Weil sie es nicht gelernt haben. Und weil es am Beginn Energie fordert. Aber wie Sie jetzt schon wissen, können Sie jedes Verhalten in eine Gewohnheit verändern und es erfordert nur am Beginn Energie. Bei mir, als ich schwimmen gelernt habe, hat es ungefähr 2 Monate wirklich Energie gefordert. In den ersten 2 Wochen war es besonders schlimm, dann nach 1 Monat immer noch Energie und ab dem 2. Monat, da ging es dann fast wie von selbst und dann ab dem 3. Monat war es ganz normal. Und jetzt bekommen Sie eine geheime Formel von mir, mit der Sie jede alte hinderliche Gewohnheit in ein neues förderliches Verhalten umwandeln können. Wollen Sie die haben, die geheime Formel? Dann gebe ich sie Ihnen. Der erste Schritt ist, dass Sie die alte hinderliche Gewohnheit erkennen. Und diese alte hinderliche Gewohnheit, die Sie erkannt haben, schreiben Sie dann auf. Schreiben Sie einfach auf ein Blatt Papier auf. Eine Gewohnheit. Oder beispielsweise, Sie wollen abnehmen und Sie haben die Gewohnheit, abends vorm Fernseher 2 Tafeln Schokolade zu vertilgen oder sich die fettigen Chips reinzustopfen. Oder Sie haben die Gewohnheit, einfach zu fettig und zu viel zu essen. Dann schreiben Sie sich die alte Gewohnheit auf. Ich esse zu viel, ich trinke zu wenig, ich bewege mich zu wenig. All das wären alte Gewohnheiten, die Ihrem neuen Ziel abnehmen und gesund leben entgegenstehen würden. So, der zweite Schritt ist, suchen Sie sich für die alte hinderliche Gewohnheit, in diesem Fall für das Chipsessen, für das wenige Bewegen, eine neue dienliche Gewohnheit und schreiben Sie auch auf denselben Zettel diese dienliche Gewohnheit auf. Und jetzt kommt's. Formulieren Sie ein Ziel aus dieser dienlichen Gewohnheit. Formulieren Sie das Ziel, das aus dieser dienlichen Gewohnheit entstehen soll. Wenn Sie zum Beispiel abnehmen wollen, dann könnte ein gut formuliertes Ziel sich folgendermaßen anhören.
Am 30.06. bin ich top in Form, halte mein Gewicht von 70 Kilo dauerhaft mit Leichtigkeit. Mein Körper ist durchtrainiert und ich bin voller Energie. Ich ernähre mich gesund, fettarm, natürlich und bewege mich mindestens 5-mal pro Woche für 45 Minuten. Das könnte ein Ziel sein, wenn Sie sich Gewohnheiten abgewöhnen wollen, die Sie zum Dickwerden, zum ungesunden Leben führen. Der dritte Schritt ist sehr, sehr wichtig. Der dritte Schritt ist einfach, aber wichtig. Entscheiden Sie sich ganz bewusst neu. Geben Sie sich selbst ein Versprechen. Treffen Sie eine bewusste Entscheidung. Versprechen Sie sich selbst, Ihre neue Gewohnheit, also Ihr Ziel, zu verwirklichen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Das ist der dritte Schritt. Und jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Stellen Sie sich vor, wie es ist, mittels Ihres neuen Verhaltens Ihr Ziel bereits erreicht zu haben. Das heißt, visualisieren. Zum Beispiel, wie ist es, die Ergebnisse meines neuen Verhaltens zu genießen? Wie ist es, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Ich habe mein Ziel erreicht und stelle mir das jetzt vor. Stellen Sie sich in Gedanken Ihr Ziel als schon erreicht vor. Und wenn Sie jetzt ein Ziel haben, zum Beispiel fürs neue Jahr, egal was es ist, wenn Sie ein Ziel haben, können Sie sich das jetzt mal mit mir zusammen vorstellen. Stellen Sie sich in Gedanken Ihr Ziel als erreicht vor und Sie sind gedanklich in der Zielsituation. Und fragen Sie sich selbst, wie fühle ich mich, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Was sehe ich? Was kann ich hören? Was sagen die Menschen? Was sage ich selber? Wie fühle ich mich? Was rieche ich? Was schmecke ich? Sehen Sie sich selbst die neue Gewohnheit, das neue Verhalten ausführen und sehen Sie sich in der Zielsituation, das erreicht zu haben, was Sie mit dem neuen Verhalten erreichen wollen. Sie befinden sich mitten in der Zielsituation und spüren Sie, wie es ist, sich in der Zielsituation zu befinden. Sehen Sie, hören Sie, fühlen Sie, riechen Sie, schmecken Sie, nutzen Sie Ihre 5 Sinne. Warum ist das so wichtig, das Visualisieren? Das Visualisieren ist so wichtig, um Ihren unbewussten Verstand die richtigen Signale zu geben. Sie visualisieren auf die richtige Weise lebendig. Und warum visualisieren? Es hat mehrere Gründe. Sie koppeln gute Gefühle an die Erreichung Ihres Zieles und Sie prägen Ihr Idealbild Ihrem unbewussten Verstand ein. Und es reicht auch nicht, wenn Sie das 1-2 Mal machen. Nein, Sie müssen es immer wieder tun. Immer wieder. Immer wieder gute Gefühle an das Erreichen eines Ziels koppeln und immer wieder das Idealbild Ihres Zieles in den unbewussten Verstand einprägen. Und warum brauchen wir gute Gefühle? Unser Verstand hat 2 grundlegende Aufgaben. Einmal uns vor schlechten Gefühlen zu bewahren, also uns weg vor schlechten Gefühlen zu führen und uns hin zu guten Gefühlen zu führen. Also weg von Schmerz hin zu guten Gefühlen. Das ist eine uralte Überlebensfunktion unseres Gehirns. Und dieses Wissen nutzen wir und verbinden angenehme, schöne Gefühle mit der Zielerreichung, weil unser unbewusster Verstand soll uns bei der Zielerreichung, sprich bei der Gewohnheitsänderung, unterstützen. Und dazu müssen wir unseren unbewussten Verstand die richtigen Signale geben. Und das tun wir unter anderem mit dem lebendigen Visualisieren. Kommen wir gleich zum 5. Schritt. Machen Sie sich einen Plan und beginnen Sie in kleinen Schritten. Wenn Ihre neue Gewohnheit zum Beispiel ist, sich täglich 45 Minuten zu bewegen, um den Block zu laufen oder einen Spaziergang zu machen oder täglich 3-mal die Woche 45 Minuten zu schwimmen, dann beginnen Sie ganz klein. Machen Sie sich einen Plan und beginnen Sie in kleinen Schritten. Wenn Ihr Ziel ist, 45 Minuten zu laufen und Sie haben sich drei Jahre gar nicht bewegt, dann fangen Sie an, 3-mal die Woche für 15 Minuten spazieren zu gehen. Und dann nach einer Woche erhöhen Sie auf 5-mal die Woche 15 Minuten, dann erhöhen Sie auf 20 Minuten, 30 Minuten und wenn Sie sich gut dabei fühlen, dann erhöhen Sie auf 45 Minuten und werden schneller. Aber ganz wichtig, langsam Schritt für Schritt, weil wenn Sie sich überfordern, dann wird das Ganze nichts. Wir Menschen tendieren nämlich dazu, uns am Beginn viel zu viel vorzunehmen. Nein, tun Sie das nicht. Beginnen Sie in Babyschritten. Unterteilen Sie Ihr Ziel in kleine Etappenziele. Und machen Sie sich einen Plan. Was tue ich? Wann tue ich? Wo tue ich es? Mit wem tue ich es? Und der 6. Schritt, und der ist wirklich der energiekostendste Schritt. Der 6. Schritt ist, bleiben Sie 90 Tage diszipliniert dabei. Und warum 90 Tage? Um eine sichere neue Gewohnheit aus
diesem neuen Verhalten zu machen, brauchen Sie 90 Tage. Brauchen Sie die Wiederholung dieses neuen Verhaltens für 90 Tage. Einige Forscher sagen 30 Tage, einige Forscher sagen 60 Tage. Aber ich habe das oft genug selbst probiert. 30 Tage ist einfach nicht genug. Nach 60 Tagen sitzt ein neues Verhalten schon einigermaßen, aber trotz 60 Tage tendieren wir trotzdem noch in die alte Gewohnheit zurückzufallen. Deswegen ist es wichtig, 90 Tage dieses neue Verhalten zu praktizieren. Und das ist die Energie, die Sie bereit sein sollten zu investieren. Und nach den ersten 2 Wochen wird es schon einfacher, nach 3 Wochen wird es noch einfacher, nach 4 Wochen noch einfacher. Aber bleiben Sie diszipliniert für 90 Tage dabei. Und dann, danach werden Sie von ganz allein das neue Verhalten anwenden, weil es unterbewusst gesteuert ist in diesem Moment. Und um neue Vorsätze auch wirklich durchzuhalten, habe ich jetzt noch 2 Abschlusstipps für Sie, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Belohnen Sie sich nach jeder kleinen Zielerreichung. Also wenn Sie ein kleines Zwischenziel erreicht haben, wenn Sie geschafft haben, mal 2-mal die Woche eine halbe Stunde zu laufen, dann belohnen Sie sich. Und warum belohnen? Weil Sie dann immer wieder neue, gute Gefühle an Ihr Verhalten koppeln. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie was Besonderes getan haben, wenn Sie ein kleines Ziel erreicht haben, wenn Sie eine tolle Aufgabe geschafft haben, sich danach zu belohnen. Ihr Gehirn koppelt dann, oh, Aufgabe erledigt, Belohnung. Und irgendwann wird Ihr unbewusster Verstand Sie immer mehr treiben, die Aufgaben zu erledigen. Wunderbarer Nebeneffekt. Und der 2. Tipp ist, der ist auch wichtig, erzählen Sie nicht so vielen anderen Menschen von Ihren Vorhaben. Und warum? Was passiert, wenn Sie Menschen erzählen, dass Sie zum Beispiel innerhalb von 3 Monaten 15 Kilo abnehmen wollen? Menschen, die sich selber ungesund ernähren oder dick sind, neigen dazu, es Ihnen auszureden. Ach, das habe ich alles schon versucht, hat bei mir gar nichts genützt. Ich habe das alles schon hinter mir. Alles, was es gibt, habe ich versucht. Das schaffst du sowieso nicht. Und jetzt habe ich schon 1000-mal gesagt und immer wieder, hüten Sie sich vor Energiefressern, hüten Sie sich vor Motivationslieben, ganz, ganz wichtig. Teilen Sie Ihr Vorhaben vielleicht einen guten Freund oder Ihren Partner mit oder einen Vertrauten, von dem Sie wissen, dass er oder sie Sie unterstützt und niemand anderes. So viel zu guten Vorsätzen und Gewohnheiten. Der nächste Schritt ist Gedankenkontrolle.